Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer neuen Folge von Eastside vs. Westside, dem Challenge-Projekt im LS22 mit dem Excel zusammen und mit dem ganzen Team. Und wenn es euch gefällt und ihr das Projekt unterstützen möchtet, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und schreibt doch gerne schön unten in die Kommentare rein. Solltet ihr Vorschläge, Tipps oder Tricks haben, wie auch immer, schreibt das gerne unten rein. So, wir stehen noch hier mit den zwei Männern in Schwarz und dann gucken wir jetzt mal, wie es weitergeht. Genau. Viel Spaß. So, ihr Herrschaften, ich mach mal das Licht an, ich kann sonst nichts sehen. Oh ne, ich mach doch wieder aus. Ist manchmal besser. Ja. Ja, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß nichts. Aber apropos Schwarz, gell? Ich weiß nicht, ob er sich heute früh im Spiegel nicht angeguckt hat, der Herr Bauer. Ich hab gar keinen Spiegel. So, was ist jetzt? Okay. Bauer, Sie sind auch schwarz, schwarz, ja. Schwarz und einen schwarzen Bart und schwarze Haare. Sie sind der Schwarze. Ja, wirklich. Ja, aber stellen Sie mal vor, ich würde jetzt noch die Klamotten anhaben, die Sie anhaben, dann noch mit Sonnenbrille, dann wäre ich hier unsichtbar. Ja, wollen Sie bei uns anfangen? Nein! Gut. So, was also. Was Schönes überhaupt? Ist das ja, hier, ich bin. Also, ich, ja. Herr Bauer. Ja. Ich kenne sowas aus der Küche. Ich mach doch mal Licht damit an, weil so langsam. Aus. Mit so einem Ding rollst du Teig aus in der Küche. Nein, etwas kleiner, Herr Bauer, etwas kleiner. Aber so ähnlich sieht das aus. Rollen Sie sieht das aber, Gras aus? Nee, das sieht aber aus wie aus dem Osten. Hinter dir. Ohne ja. Scheiß. Ja, ziemlich alt, ne? Ja. Ja, gut, aber was will man machen? Ja, wir machen? Haben dann nichts weiter. Ja, och, dann ist das schön. Interessant, ich würde gerne wissen, was das Gerät macht, Herr Müller. Ja, das ist eine Walze. Damit tun wir nochmal hier das Feld nochmal schön platt machen. Und so, somit haben wir nämlich dadurch eine sozusagen, ja, wie soll ich das jetzt mal ganz plump beschreiben? Wiese, ne? Oder? Eine platte Wiese, aber dadurch haben wir nochmal Unebenheiten auf dem Feld beseitigt und so kann das Gras nochmal schön von unten aus sich rauskommen und nochmal schön in die Höhe wachsen. Und was sind das hier alles für Haufen, Herr Bauer? Die sind nicht von mir. Herr Bauer? Was? Ach so. Herr Bauer? Ja, wo sind sie denn? Ja, ja. Ja. Das ist ja ein Betonzylinder, richtig? Kann man so, wenn... Ja, scheint so. Sie haben aber nicht den alten Leuchtturm abgebaut und da hinten dran gehangen. Was für ein Leuchtturm? Na, hier drüben aus dem Nachbarort. Nee, so ach. Alten... Nee, der war doch in der Mitte durchgebrochen. Das konntest du doch. Nee. Naja, nicht, dass wir uns jetzt Sorgen machen müssen hier. Nein. Dass, so zapzerab und so Zeugs hier. Wenn das so gewesen wäre, ja, dann hätte ich sie doch auch angerufen und. Hätte doch überhaupt die Grenze gemusst. Herr Müller, jetzt seien Sie mal ein bisschen entspannter, Mensch. Ja, als ob der Herr Bauer vorsichtig ist, die Mutter der Porzellankiste. Apropos Vorsicht, haben Sie da mal nachgehört, hier bei dem einen da wegen dem Auto und so? Konnten wir leider uns dementsprechend noch nicht drum kümmern, weil der Herr krank ist. Genau. Okay. Ist auch schon komisch, oder? Werden wir aber natürlich... demnächst prüfen. Ich bin mal gespannt, ob der wiederkommt. Bestimmt. Ja. Dann sehen wir mal weiter. Ja. Apropos was sind das denn für Haufen, Herr Bauer? Was für Haufen? Ja, überall. Brauchen Sie das Gras nicht? Haben Sie zu viel Geld? Nein. Das Gras. Wenn hier so kleine Fitzelchen liegen bleiben, das ist nicht weiter tragisch. Wissen Sie warum? Nein. Sie werden es aber gleich sagen, Bauer. Ja, lassen Sie auf. Eingewalzt. Erstens das und zweitens mal dient es wiederum als Dünger. Okay. Finde ich gut. Gut. Machen Sie weiter so, Herr Bauer. Ja, ne? Also, wir haben hier keine Chemie oder sei sonst was. Ne? Aber darf ich Ihnen einen Tipp geben? Ja, wenn Sie. Eine ganz schön kleine Walze, ne? Wie lange wollen Sie damit arbeiten? Wenn Sie mich noch weiter aufhalten, könnte es sein, dass ich nächstes Jahr an Ostern fertig bin. Ja gut, aber dann können Sie gleich die Ostereier suchen. Macht sich leichter bei einer abgemähten Wiese. Genau.
So, gibt es noch irgendwie was? Nein. Nein, gut, guten Tag. Alles klar, danke schön. Ja, auf Wiese gehen. Oh, Mann. So. Ich suche den der Ostereier. Von wegen. Ostereier suchen. Mit der Walze. Also ich weiß auch nicht, was mit dem Herr von Braun los ist. Ne? Kommt hier hin und sagt, so was hat er in der Küche. Wie groß soll denn die Küche sein? Er da mit einem Drecker und mit einer Walze auf der Küchenplatte rum, um ins eine Pizza auszurollen oder sowas. Und sowas ist bei der Behörde. Gut, ich hab da keine Ahnung von, aber dann muss man so Leute einfach lassen. Ich habe ja echt gedacht, jetzt wollen die mir noch eins was anhängen. Jetzt haben sie hier eins wie ein Nest von ägyptischen Blattschneiderameisen gefunden. Und jetzt dürfe ich hier nicht mehr weiterwalzen. Ich glaube, dann wäre ich aber ausgerastet hier. Ist nicht normal. Echt nicht. Eieiei, der hat aber auch einen Zug drauf, du. So. So, ich guck mal gerade im Funk, ob der David da ist. David! Jo, bin da. David! Was gibt's? Haben wir noch die finanziellen Mittel, um uns mal zu erkundigen, ob wir nicht vielleicht noch eine größere Walze haben oder irgendwas? Geht. Ich hab da noch was anderes im Blick. Aber müssen wir noch warten. Könnten wir uns holen. Also das wäre machbar. Mhm. Das wäre ein 6 Meter Striegel. Das wäre natürlich. Ja, ich sag mal so, für Hiddertfeld wird das noch gehen, alles. Mhm. Aber wenn wir natürlich dann die große Wiese haben. Oder eher gesagt, dann neu angesäte, dann sollten wir uns wirklich mal Gedanken machen, ob wir da nicht mal ein bisschen, die Arbeitsbreite ein bisschen was vergrößern könnten. Weil ja, das ist ja hier ein bisschen, ja. Ne? Ja, pass auf, da rufe ich mal beim Händler an. Ja. Lass den das mal rausstellen und dann könnt ihr das ja demnächst dann gleich jemand abholen und vielleicht die Walze gleich mitnehmen. Ja, und sonst könntest du ja auch, ich sag mal so, ihr könntet natürlich auch machen, wenn ihr hier die Behördentypen da einfach mal kontaktiert und sagt, hör mal, wir müssen nochmal Geräte holen, dann einfach nur die Info durchgeben und dann könnt ihr die Schranke aufmachen. Ja, das können wir machen, klar. Also das ist kein Problem. Ich denke, das kriegen wir hin. Oh, ey, jetzt will ich nur hoffen, dass wir auch nicht mehr so lange machen, weil so langsam, ja, sieht man echt nichts mehr. Ja, das ist halt so, du weißt doch, die Arbeit, die wird nicht weniger. Nee, das stimmt. Das naja, gut, nee, dann weißt du auf jeden Fall Bescheid und... Ja, dann, ich denke mal, ich komme dann jetzt gleich auch an den Hof. Die Walze bringe ich dann auch auf den Hof. So viel ist es ja jetzt hier nicht mehr. Und dann können wir ja gegebenenfalls nochmal quatschen. Lass die doch gleich unten an der Kreuzung stehen dann. Da, weil du bist ja ewig langsam mit dem Ding unterwegs. Da brauchst du nicht erst den Hof schleppen, wenn wir die dann eh wieder wegschaffen. Ja, oder ich lasse die hier oben auf dem Grasfeld stehen, bevor uns nachher einer von der Behörde noch um der Ecke kommt und sagt, wir hätten irgendwie die Gerätschaften irgendwo an der Seite vom Feldweg oder so stehen. Dann lassen wir einfach die eine Walze hier oben am Rand auf der Wiese stehen, dann können sie uns ja nichts. Na genau, oder so, das geht auch. Na ja, gut. Dann machen wir dazu. Dann bringe ich aber den Krupper mit. Den brauchen wir ja nicht mehr am Feld. Den Krupper hat, glaube ich, Stefanie vorhin schon geholt. Das Einzige, was noch steht, ist die Sämaschine. Ja, gut, aber die kann man ja da stehen lassen. Die brauchen wir ja. Genau, es sei denn, die ist leer oder so, dann müssen wir sie halt nochmal auffüllen. Ja. Gut, dann verbleiben wir so. Ja, wie gesagt, entweder sehen wir uns jetzt gleich am Hof. Ja, genau. Oder wir machen alle gleich bei Zeiten Feierabend und wir sehen uns
am nächsten Morgen. Ja, ne? Genau, so machen wir's. Okay, David, dann mal bis später. Bis später. Jo. So. So, jetzt haben wir nämlich... Ich will jetzt noch sehen, dass wir dort fertig bekommen. Weil... Das ist dann nämlich ziemlich gut. So, jetzt mal gerade nochmal hier reinschauen. Ja, das ist... Das ist nicht verkehrt, ne? Also wir bekommen natürlich hier mit der Walze, bekommen wir nämlich zumindest mal so, wie das hier vom Feld her ist, irgendwie angelegt. Noch eine zweite Düngestufe in dem Sinne. Das ist ja alles gut, ne? Ist natürlich ein bisschen uneben alles hier. Aber Gras brauchen wir. Gras brauchen wir für Silage. Wir brauchen Gras. Oder eher gesagt, Heu brauchen wir. Und jetzt weiß ich gar nicht. Strom müssten wir auch noch genug haben. Aber ich denke mal, das wird jetzt so langsam, ne? Also... Wir können uns natürlich maschineriemäßig noch gut austoben. Ich will hoffen, dass die Behörde natürlich auch meinen Mitarbeitern Bescheid gesagt hat. Aber ich denke mal schon, die werden das ja auch wissen. Weil dann kann der David, wenn der irgendwas entdeckt, dann kann der ja auch mal noch durchfunken und sagen, hör mal, ich habe da die Info erhalten oder so. Aber das macht der, das weiß der aber auch. Aber hier mit der Walze, wenn wir da natürlich uns etwas erweitern können, das ist ja gut, ne? Aber ich sehe ja auch gar nichts mehr, ne? So, hier oben noch und dann unten das noch. Und dann sind wir hiermit fertig. So. Ist natürlich alles so eine Sache. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Dann können wir vielleicht noch einmal noch weiter außen rumfahren. Und ich sag mal so, viel was machen können wir jetzt eh nicht mehr heute. Wollen wir erstens auch nichts mehr sehen. Und zweitens mal bricht dort uns jetzt auch nicht noch, sage ich mal, das Genick, wenn wir jetzt noch mal etwas noch mehr außenrum fahren. Ne? Also von daher, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Ne? Das steht definitiv fest. So. Und dann müssen wir mal gucken. Upp. So, das wollte ich mitnehmen und hier oben ist ja, denke ich mal, nichts mehr. So, dann werden wir mal die Walze. Die stellen wir jetzt mal hier hinten hin. Hier stellen wir die hin. Dann stört sie keinen. Die lassen wir mal da. So. Dann fahren wir jetzt mal schön auf den Hof. Die Sämaschine bleibt einfach mal da. Das machen wir am nächsten Tag. Ja. Wir fahren jetzt einfach mal auf den Hof und machen mal so langsam Feierabend für heute. Vielleicht treffen wir ja auch noch die anderen zwei gerade an. Da können wir uns ja mal erkundigen, wie prinzipiell so aussieht im Hof. Ja, und dann denke ich doch mal, haben wir jetzt auch mal
eine ganze Ecke geschafft, ne? Weil gleich gehen wir nämlich pennen und am nächsten Tag seht ihr immer entweder etwas besser aus oder auch schlechter. Aber so wie wir arbeiten, das läuft. Also ich muss sagen, die Steffi und der David, mit denen hier in einem Team, das läuft, ne? Egal wer was macht, das läuft, ne? So, da ist die Steffi. Oh, jetzt gehen wir doch mal raus. So. Steffi! Hey Stefan, oh, ich hab dich jetzt gerade noch so gehört, bevor ich weitergelaufen bin. Ja, ich denk, du willst mir doch jetzt wohl nicht vor den Dräger laufen. Ja, weißt du, was? Steffi, hör mal, wie sieht aus hier im Hof? Habt ihr alles im Griff? Ja, also im Hof ist jetzt alles perfekt. Ja, ich habe jetzt alles nochmal aufgefüllt und ja. Kompost läuft auch. Das und ist da gut. Könnte man eventuell dann schon mal drüber nachdenken, dann morgen die erste Fuhre zu verkaufen. Ja, das ist super. Das, ja, kann man dann mal sehen, wer was macht morgen. Ne? Ich würde sagen, wenn wir gleich pennen gehen, dann machen wir morgen früh ganz kurz mal einen schnellen Plan, wer wo was, wie, ne? Und dann. Genau. Und dann schauen wir weiter, ne? Aber lass mal hoch zum David gehen. Oder wo ist der? Weißt du, wo der ist? Der ist doch, müsste doch auch hier irgendwo sein. Eigentlich war er gerade hochgefahren, ja. Lass mal hochgehen. Ich habe da nämlich noch eine Idee. Das will ich nämlich mal noch gerne mit euch absprechen. Da würde ich nämlich noch gerne die Behörde nämlich morgen mal telefonisch kontaktieren wollen. Ich habe da nämlich eine Idee. Da hinten rennt einer mit Licht rum. Da wird wahrscheinlich der David sein. Mit so einer Kopflampe. Guck mal. Das kann nur David sein. David hat einen Kronleuchter am Kopf. David! Stefan! Mando! Du hast aber eine schicke Kappe, du. Ja, oder? So, pass mal auf, David. Erstmal, wie sieht aus? Ich hab Steffi... Wo ist denn Steffi jetzt? Oh! Hallo. Ich hab Steffi gerade gefragt, läuft alles? Wie sieht denn aus? Gib mal ein kurzes Update. Ja, soweit ist eigentlich alles ganz gut. Wir müssen morgen mal schauen, dass wir mal die Paletten vielleicht loswerden von den Gewächshäusern. Ja. Und schauen vielleicht noch ein bisschen Kalk holen am Händler. Mhm. Dinger ist auch alle jetzt, also das hat doch jetzt einmal für das komplette Feld gereicht. Ja. Aber jetzt sieht es gerade wieder mau aus. Mal schauen, wie es finanziell dann aussieht. Ja. Ich habe dann noch so eine Idee gehabt. Ja. Dann möchte ich aber gerne mit euch zusammen entscheiden. Ich habe ja mal bei der Behörde mal angeregt bezüglich eines Hühnerstalls. Ja. Und da gibt es 3 Stück zur Auswahl. Und wenn ihr mal guckt im Katalog, der dritte ganz hinten, der finde ich sehr interessant. Und ich gehe mal gerade hier hin, wo ich mir den vorstellte. Oder ob ihr da was eine andere Idee habt. Ich dachte mir, dass wir den hier so an die Seite platzieren, dass wir hier das Gehege haben. So in diesem Bereich. Und dass wir dann von hier haben wir ja dann, sage ich mal, das Gebäude, ne? So dachte ich mir das mal. Was haltet ihr davon? Ja, also schlecht ist die Idee auf jeden Fall nicht, ne? Ja. Haben wir dann überhaupt Getreide auf Lager oder so, dass wir die gefüttert bekommen? Nee, im Moment nicht. Wir haben alles verkauft. Ja, da sieht es tatsächlich gerade schlecht aus. Wie schaut es denn eigentlich mit einem weiteren Feld aus? Na gut, da glaube ich auch gerade nichts da, ne? Na gut, ist natürlich die Frage finanziell, ne? Wir können pachten, ne? Aber selbst dafür sieht es finanziell zurzeit schlecht aus. Ja, wir müssen wirklich mal auf den nächsten Tag warten, ne? Wir müssen auf den nächsten Tag warten und dann mal schauen, wie das mit dem Kompost aussieht, was wir da alles so verkaufen können. Und natürlich auch, was soll ich sagen? Stefan, pass auf, ich glaube, der Viehhändler ist gerade auf dem Hof gefahren. Ich gehe da mal schnell mit hin, ne? Ja, mach das. Ach Gott.
So spät kommt er noch. Na gut, sagen wir so, Kompost kriegen wir einen vollen Hänger auf jeden Fall verkauft. Ja. Dann müssen wir weiter gucken, wie der Komposter weiterläuft erstmal. Ah ja. Wenn du dann morgen mit der Behörde telefonierst, kannst du das bitte gleich mit anmelden. Aber wir müssen ja, glaube ich, nochmal zum Händler, ne? Ja, genau. Genau, weil dann verkaufen tun wir bei der BHG auf jeden Fall. Aha. Und der ist ja, und die ist ja auch oben am Händler, aber wenn dann die Schranke einmal offen ist, einfach nur, dass die Bescheid wissen, dass wir mehrfach fahren. Ja. Ja, ich kann denen ja auf jeden Fall Bescheid geben. Und dann schauen wir mal, ne? Genau. So. Krieg mal alles hin, Stefan. Alles ja. Unter Kontrolle, das weißt du. Ah, doch. Natürlich. So. Aber, Leute, wie gesagt, wir gucken mal, wie es am nächsten Tag ist. Und ja, wir haben einen groben Plan gemacht, aber wie die genaue Aufteilung ist, sehen wir jetzt am nächsten Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch gerne ein Däumchen nach oben da. Und wir sagen alle zusammen tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.